Unsympatsch. Unsympatsch. Kann mir jemand Verena ihr Insta klären? Ja, safe, klar. Hallo? Hallo? Dicker. Übertriebener Hit, Junge. Holy shit, Alter. Ja, die Playlist habe ich actually, keine Ahnung, warum die da ist, Champ. Heute ist endlich wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder Tinder-Chats, Tinder-Profile, Instagram-Chats, ungefähr alles zukommen lassen. Das heißt auch, heute schauen wir wieder, was für Anmachsprüche von euch da draußen, von der Community, so rausgehauen worden. Okay, Digga, ich sag's einfach. Ich hatte Sex. Kevin hatte Sex. Oh, oh. Kevin hatte Sex mit Danny. Was? Was? Ich werde natürlich ganz klassisch Chats als Person A und als Person B vortragen. Na klar. Wenn es heute mehr erwischt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Hey Sophie, äußerlich gefällst du mir schon mal gut. Jetzt muss nur noch charakterlich passen. Au. Grüße gehen raus an Sophie und an den gefallenen Bruder. Bitte jetzt nicht mehr klatschen und direkt noch eine Schweigesekunde für den gefallenen Bruder. Au. Berit hat dir am 10.03.21 ein Super-Like gegeben. Ich arbeite zwar nicht bei der Gewürzpolizei, hab aber festgestellt, dass du ziemlich scharf bist. Ach du Scheiße. Ha, damn. I'm lost. Liebe Berit, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Du bist dieses andere Lost. Nicht wegen dem scheiß Anmachspruch, sondern dass er dir gefallen hat auch noch. Ich hab selten so eine Scheiße gehört. Wirklich, ich arbeite wirklich, zwar nicht bei der Gewürzpolizei, hab aber festgestellt, dass du ziemlich scharf bist. Darauf sprichst du an? Berit? Das kriege ich hin. Berit, du bist ja komplett lost. Du und Bastian habt ein Match am 24.01.21. Du heißt wie meine Schwester, aber küsst du auch so. Was ist denn jetzt los? Wichtig. Isabel, 37, verifiziert. Okay. Maschallah, kein Fake-Account. Wohnt in Stuttgart. Aha. Was? Okay. Suche Ehemann, möchte 5 Kinder. Okay. Bitte nur reiche Männer mit Bierbauch. Alles Kennen klar. Wir vielleicht jemanden, der reich ist und einen Bierbauch hat? Oh, Baby. Ich weiß halt nicht, ob der zeugungsfähig ist. Hey, ich bin Paddy, 23 Jahre, in Bremen. Etwas Ernstes und mal sehen, was passiert. Schauen, was sich so ergibt. Dann schauen wir doch den lieben Paddy mal an, oder? Und wie ist der Zufall jetzt so wild? Kenn ich den Paddy sogar persönlich. Mal schauen, was Paddy heute für aggressive Anmachtipps raushauen kann. Yo, was geht ab, Mann? Ich bin's, euer Paddy, Alter. Ich kann's nicht fassen, dass ich hier im Unsympathisch-TV-Video gelandet bin. Ich such grad noch eine Runde, Alter. Und falls ihr irgendwelche... Digga, warum sieht er so anders aus? ...Tipps braucht, um Frauen abzuchecken, einfach mal einen Spruch raushauen wie, ganz gelassen, ist eine richtig geile Sache. Danke, Paddy. Du bist der Beste. Du und Lamis hatten ein Match am 1.12.20. Hey, Lamis, ich hatte früher Füller von Lami. Sag Bescheid, wenn du Daddys Füller klecksen sehen willst. Oh nein, Digga. Schwierig. Ja, dann gib mal die Nummer von deinem Dad. Doc, der ist komplett nach hinten losgezündet. Stand jetzt muss ich sagen, so schlimm ist es doch noch gar nicht, oder? Was geht? Hanna, 21, wohnt in Karlsruhe. Aha. Chef Strobel? Hast du Eisenmangel? Weil ich hab Nippelpiercings. Also wer da direkt ein Like geben würde, ich bin euch ehrlich, es kann sein, dass ein Lazo jetzt im Stream voll am Abfeiern ist, aber meine Reaktion, die sah eher so aus. Warum? Ist doch geil. Nippelpiercings sind no-joke geil. Pfannkuchen, danke. Hanna, du bist genau mein Kaliber. Mein Name ist Ron Bielecki und ich bin genau das, wonach du suchst. Wenn du Argumente brauchst, das hier ist der einarmige Ron. Danke, Ron. Vielen Dank. Verena, 20. Most Wanted Models. Aha. Sascha Hellinger ist mein Lieblings-YouTuber. Verena, Kuss geht raus. Hascha Sellinger finde ich aber auch gut. Instagram. Luca, wo ist ihr Instagram? Von allen Dingen, die du rausschneiden nein, kannst, Sascha. Hast du ihr Instagram rausgeschnitten. Bruder, hey Luca, warum denn? Was habe ich dir getan? Hey, guck mal auf den Tacho. Wir haben 2021. Wo bleibt mal mein Geld? Aber so wie ich dich kenne, hast du eh noch nicht zu Ende gelesen, du Idiot. Bin hier für 420 Date. Achso, ja, dann bin ich eh raus. Verena, 420 Date klingt auf jeden Fall besser mit Maxwell als mit Sascha, Digga. Du weißt Bescheid, ey. Junge, was ist das für ein Kollabo-Video? Wer ist da alles drin? Das ist im Straßenbahn, der Habibi. Mit einem Upgrade auf Gold siehst du Leute, die dir schon ein Like gegeben haben. Der eine, der kommt mir doch bekannt vor. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
hey! Ja, sie hat ein Kind. Scheiß drauf, Bruder. Das ist echt mega kreativ. Gefällt mir. Bekomme ich auch noch mehr als nur ein Gefällt mir? Kommt drauf an. Worauf? Benz AMG 63 Coupé. Wichtig, wichtig. Und? Heute noch was vor? Hey, was? Mike, 21. Nein, Digga. Ich sag euch so, wie es ist. Du und Fabi hatten ein Match am 6.3.21. Was ein Zinken. Ich sag's dir, ich bin ein Meister im Zwinkern. Dafür kann ich nicht pfeifen. Bist du dumm? Du hast eine fette Nase. Ey, Carsten, bitte kein Strike. Wir sitzen im selben Boot, Bruder. Julia, 19. Mein Leibgericht schmeckt überall, nur nicht bei Mutti. Denn mein Leibgericht ist Pussy. Denn mein Leibgericht ist Atemschall. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Ich frage mich, was Marc Gebauer dazu sagen würde. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Falls ihr da draußen noch Chats, Profile oder irgendwas habt, dann bitte... Haben wir nicht, Sascha.